Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Was möchtet ihr kaufen? Oh, warte mal. Ah, doch, gefeilscht habe ich vorher schon. Der hat ein Lehrbuch. Ja, damit. Ja, ich bin immer noch beim Einf. Also es gibt es bessere Arena-Gewänder? Ja. In der Truhe ist nichts mehr. Na gut. Du hast eines der Stufe 2 schon gehabt oder so. Das musst du so kaufen. Bist du sicher, dass ich schon eins der Stufe 2 hatte? Oh. Dann musst du wohl noch 40 Runden machen, bitte was? Meine Kampfstatistik ansehen. Ich habe 12 Gegner getötet und 22 Gegner getroffen. Das erscheint mir falsch, weil ich habe ja alle Gegner, die ich getroffen habe, auch getötet. Bei meinem nächsten Kampf werde ich von Kämpfern der blauen Mannschaft unterstützt. Okay. Auf geht's. Hallo, Kämpfer der blauen... Achso. Es ist nur ein Kämpfer der blauen Mannschaft. Na gut. Ich brauche deine Unterstützung aber nicht, aber trotzdem danke. Die Statistik ist manchmal... Achso, jetzt sind es doch mehr. 2. Manchmal etwas merkwürdig. Na gut. Hallo? Na? Auf damit. Das wirst du bitter bereuen. Ich bin sehr gut aussehen. Haha! Ich bin die einzige Überlebende. Ihr wart siegreich und könnt die Arena nun verlassen. Teammitglieder verloren 2. Das heißt, es gibt für mich dann auch die meisten... Kann ich die looten? Ihr dürft keine Leichen looten, aber den Bogen durfte ich mitnehmen, ja? Das heißt, es gibt für mich das gesamte Preisgeld. Ich muss es nicht teilen mit den anderen. Schön! Ich habe es gehasst, wenn ich Begleitung hatte. Es ist so schwer, sie nicht zu töten. Ja, das stimmt. Wir errangen den Sieg in der Arena und gewannen das Preisgeld von 130 Münzen. 3 gegen 3 Teamkampf. Mhm. Ihr erstmal. Ich komme dann dazu, wenn ihr tot seid. Hui! Huch, wer kommt denn da noch? Der gehört aber nicht zu... Wieso? Die gehörten aber nicht zu der ursprünglichen Besetzung. Das sollte ein 3 gegen 3 Teamkampf sein. Die sind einfach von den Rängen da oben runtergesprungen, oder? Und wollten sich dem Kampf anschließen. Immer nach oben. Ach, gucke mal. Die haben hier so Gefangene drin. Die dann wahrscheinlich... in regelmäßigen Abständen runtergelassen werden, um den Kampf ein bisschen interessanter zu gestalten. Oh, was? Nein, stopp. Was? Nach dem nächsten Kampf. Okay. Lieg mal ganz genau in der Arena um.
Trotz des überraschenden Dazustoßens einiger Kämpfer war dieser Kampf ein weiterer Sieg für das blaue Team. Absolut. Das blaue Team gegen einige starke Kämpfer des gelben Teams. Starke Kämpfer also. Ja. Das passiert, wenn ich ohne Paralyse kämpfe, ne? Wirst du bitter bereuen. Na los, komm doch. Sieg. Okay, jetzt nehmen wir uns mal gerade. Ja, wir können Sieg. Wir waren siegreich. Nehmen wir uns mal gerade die Zeit. Da oben sind diese Käfige, wo Leute rausgelassen werden. Der Drehgriff macht... Ach, guck mal, der Drehgriff holt hier die... Ah, ich verstehe. Man kann hier quasi Fallen auslösen und Gegner dahin locken. Wenn ich zum Beispiel dann hier hochgehe und warte, dass Gegner mir nachkommen, löse ich den Drehgriff aus und der haut die Gegner erstmal da zur Seite. Nur mal so aus Neugier. Nein! Okay, es ist eine Alpha-Wand. Na gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt, aber man weiß ja nicht. Hier oben ist man ja dann doch relativ sicher, oder? Da ist noch eine Falle. Wie wird die ausgelöst? Und da geht eine Leiter hoch. Grundsätzlich von oben angreifen, ja. Dafür muss man aber wissen, wo es lang geht, damit man nicht beim Runterfallen direkt drei Gegner hat, ja. Das stimmt. Da oben würde ich gerne drauf, dann mit dem Bogen. Wobei, die Gegner haben ja dann im Zweifel auch mal einen Bogen zur Hand. Ich würde noch wundern, wie man diese Falle auslösen kann. Oder ob es irgendwie durch die Veranstalter automatisch gemacht wird. Man kann die Gegner auch in diese Stacheln reindrängen, ne? Die Stacheln machen ordentlich Schaden. Ach, hier. Okay, merke, da ist noch eine Falle. Da ist das Ding. Es ist ja doch einiges mehr, was man hier noch machen kann in der Arena, statt einfach nur zu kämpfen, ne? Kann man reichlich Fallen auslösen. Die Wege nach oben waren eher zum Ausweichen für mich. Ja, die lohnen sich auch, glaube ich, zum Ausweichen. Wenn die Gegner einem folgen und man da erstmal den Weg hochgeht, hat man ein bisschen Zeit, sich zu heilen. Ich hoffe, die Fallen wurden resettet. Das finden wir gleich raus. Ein 10. Kampf in der Arena steht an. Diesmal werde ich jedoch wieder auf mich allein gestellt sein. Okay, aber erstmal heile ich mich hoch. Das darf ich ja hier draußen durchaus tun. Und dann sammle ich wieder alles Mana zusammen, was ich dafür ausgegeben habe. Erst der 10. Kampf. Wie viele Kämpfe gab es nochmal, Kuro?
witzig. Ja, ja, das... Also die Arena ist jetzt, sehe ich jetzt nicht so als unfassbaren Story-Bereich. 50. Eieieiei. 40? 40 oder 50? Irgendwo so in dem Bereich wahrscheinlich, ne? Warum geht das Tor da hinten zuerst auf? Das ist ein unfairer Vorteil. Ah ja, die Fallen wurden resettet. Alles in Ordnung. Kriegst du das etwa nicht besser hin? Problem ist, sie ist eine Bogenschützin. Das heißt, die kann ich nicht so gut da reinlocken. Huch! Kommst du denn her? Aber schnieke Klamotten hat sie an. Das ist so eine Assassinenrüstung. Ich will Leichen in der Arena plündern. Nur so ein bisschen. Für den Meisterhandwerker laden, damit du dir was leisten kannst. Stimmt. Vielleicht relevant für die Geschichte, aber du willst noch nicht XP verschwenden. Nee, nee, ich werde auf jeden Fall... Ich werde alle Kämpfe machen in der Arena. Alle. Nur fühle ich mich da nicht gespoilert, wenn man mir da was über die Arena erzählt, weil ich glaube... Abseits von Belohnungen und so weiter. 200 Gold. Komm, einen mache ich noch. Die Jäger von Ostian haben ein Untier eingefangen, dem ich nun gegenübertreten soll. Das gelbe Team wird es mir gleich tun. Einen mache ich noch und dann haue ich mir, glaube ich, für heute eine Ibuprofen rein und lege mich hin. Was ist sonst? Achso. So. Das gelbe... Wow! Alles klar. Einfach dann aus dem Hinterhalt vorbeikommen und alles umbringen. Wenn er schon 37 Stunden gekämpft hat gegen das arme Untier. Warum liegt er hier eigentlich noch? Sie. Die wird nicht aus der Arena geschafft oder war sie von Anfang an schon tot? Oder wird sie nicht registriert, weil sie hier auf dem Stein liegt? Sie sagt mal tschüss, mach's gut, Taurus, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Rest am Tag. Armes Tier. Ja, so richtig. Armes Tier, ne? Bin sicher, das war nicht sehr glücklich, hier in die Arena geschafft zu werden. Na gut. Aber dann haben wir zumindest schon mal 10 Arena-Kämpfe hinter uns gebracht, ne? Und ja, für den Meisterhandwerkerladen, wo wir uns was kaufen wollten, da brauchen wir noch richtig viel Gold. Deswegen nehme ich ja auch erstmal alles mit, was wir an Plündergut finden, egal wie günstig es theoretisch zu verkaufen ist, weil jedes Goldstück zählt in Betracht mit dieser Items, die einfach unfassbar teuer gewesen sind. Ich mache eine richtige Speicherung und sage auf YouTube schon mal bis zur nächsten Folge oder bis in 2 Sekunden, je nachdem wie ich das am Ende dann zusammenschneide. So, wir sind wieder zurück bei Nerim. An dieser Stelle auch viele Grüße an YouTube. Bin mir nicht sicher, wie ich das geschnitten habe, aber es könnte sein, dass das mitten in der Folge ist. Naja, ist aber ein neuer Stream, ne? So, wir haben vor dem Stream schon gequatscht. Und ich habe mir eiskalt Kaffee in die Lunge gezogen, das finde ich gut. Sport machen bei 3 Bandscheibenvorfällen. Ich stehe früh auf, das ist doch Sport. Das stimmt. Würde auch mitmachen, wenn du Idealgewicht hättest. Dann wäre an dir immer noch mehr dran als an mir. Das stimmt. Und bist du 20 Gänge zum Balkon hinein zum Rauchen? Das ist auch Sport. Das ist Bewegung. So. Ich glaube, ich hatte gesagt, wir wollten heute noch mal ein paar Runden in der Arena machen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 10 Runden geschafft. Das Untier ist Geschichte. 10 Runden haben wir geschafft. Neue Kämpfer sind bereit, um in der Arena gegen das blaue Team anzutreten. Und das blaue Team sind wir. Kaffee in die Lunge oder Backpulver schnüffeln? Was ist schlimmer? Ich glaube Backpulver schnüffeln.
Kaffee in der Lunge, das ist ja im Zweifel noch angenehm dagegen. Moment, hieß das nicht blaues Team? Wo ist denn mein Team? Fühlt ihr euch unterhalten? Are you not entertained? Lebt der Oliver Pocher eigentlich noch nach dem Backpulvervorfall? Das einzige richtig positive an Corona war, ich trage jetzt 10 Kilo weniger an mir rum, ja, das ist ein Vorteil. Aber eigentlich sollte das ja nicht so sein, ne? Also. Man sollte nicht unbedingt Corona dafür bekommen. Das ist nämlich schlecht. Collins, grüße dich! Das gelbe Team schickt die drei Brüder aus. Sie sind bereits auf dem Weg in die Arena. Na dann lass uns doch mal eine Familie vernichten gehen. Im Familie vernichten war ich immer am besten. Ach, ich hab wieder Hilfe. Okay. Dabei brauche ich doch gar keine Hilfe. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? Drei Brüder, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang darauf hingearbeitet haben, hier in der Arena kämpfen zu können. Oder auch nicht, ne? Aber immerhin waren sie drei Brüder, die immer zusammengekämpft haben offensichtlich. Und jetzt wurden sie innerhalb weniger Sekunden einfach gnadenlos ausgelöscht, und zwar für 350 Goldstücke. In der Presse wurde es schlimmer gemacht, als es war. Notarzt und so. Er war nur 5 Minuten hinter der Bühne, scheinbar Nase ausspülen, aber ihm ging es dreckig. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich wusste nicht, dass man in Deutschland legal Schwerter besitzen und diese auch als Trainingsgeräte verwenden darf. Ich merke, dass das übel gut ist und ich habe da auch hart Bock drauf. Das ist meine Motivation. Ja, das ist, wenn man da wirklich auch so ein Hobby gefunden hat, das einem richtig Spaß macht oder so ein Sport, der einem richtig Spaß macht und den man auch mit Genuss verfolgt. Ich wünschte mir immer noch, man könnte vom Streamen abnehmen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Zwei Brüder haben kann ein Krampf sein, ja. Ich habe sie also alle von ihrem Leid befreit. Ach, wir kommen mit Hund? Na. Sieh zu, wie dein Hund stirbt. Und nun stirb selbst. Oh. Wo kommt ihr denn her? Oh. Im Tode vereint. Das war irgendwie niedlich. Also auf eine sehr morbide Art und Weise, aber es war irgendwie niedlich, ne? Bei den Kämpfen würde ich das Eintrittsgeld zurückverlangen. Langweilig. Da stimme ich dir 100% zu. Deswegen wundert es mich ja immer, dass sie trotzdem jubeln. Es geht weiter. Neue Kämpfer stehen bereit, um die Siegesserie des blauen Teams Einhalt zu gebieten. I don't think so. Ich sinke so nicht. Ich bin allein.
Nun. Also die geben mir halt Geld dafür, ne? Was soll ich machen? Solange die mir Geld dafür geben, mache ich natürlich so weiter wie bisher. Und wir sind ja zum Glück auch, ich muss mal gerade gucken, das habe ich lange nicht mehr geguckt, wir sind schon Stufe 37. Das heißt, wir sind nur noch 3 Stufen von der Sonne entfernt. Trotz ihres ungebrochenen Siegeswillens konnten die Kämpfer des gelben Teams nicht bestehen. Eine Gruppe von Magierfrauen wird am nächsten Kampf in der Arena teilnehmen. Ich gebe dir echt Geld, damit es aufhört. Hey, das wäre doch mal ein Twitch-Konzept, oder? Das wäre doch mal ein Twitch-Konzept. Ich mache voll den furchtbaren Stream und sage, ja, je mehr ihr donatet, desto besser wird der Content. Wobei, das ist ja... Das klappt ja nicht, weil man kann ja einfach hoch... Na, wer ist ein Guter? Ich muss den Hund beschützen. Das klappt ja nicht, weil man kann ja einfach ausschalten, ne? Das ist ein bisschen schwierig. So, Hundi lebt. Erfolgreich ein paar Frauen vermöbelt. Aber das dürfen wir, weil wir sind selber eine Frau. Von daher alles gut. Der jagte sie zurück in die eigene Kabine. Ja, die ist sehr weit geflogen, das stimmt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Arena-Kämpfe ich schon gemacht habe. Der Kampf ist geschlagen und das blaue Team war siegreich. 450 hat es dafür gegeben. Hier die Kampfstatistik. Ich habe 2 Teammitglieder verloren, 4 Teammitglieder getroffen. Getötete Gegner 36. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie viele Kämpfe das schon sind. Ein starker Kämpfer aus dem Norden. Es ist Conan der Barbar. Oh nein, der hat ein Schwein dabei. Der hat ein Schwein dabei, das höre ich jetzt schon. Oder nee, das war das Schwein unten in der Arena. Ein 24-Stunden-Stream, der durch Donations verkürzt wird. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Yo, Kämpfer aus dem Norden. Der hat sogar getroffen. Aha. Ah ja, die Waffe aufladen könnte ich tatsächlich mal. 24 Stunden danach haben wir dann aber 2 Monate keinen Fax. Ja, vor allen Dingen ist 24 Stunden hier auch tatsächlich unmöglich. Da müsste ich ja... Willst du mich veralbern? Wo kommst du denn her? Wo kam der denn jetzt her? Hier aus dem Ding? Hat jemand die Zwingertür aufgemacht, als ich nicht da war? Der Kampf gegen den Nordmann ist vorüber. Erneut ist das blaue Team der Sieger. So. Das gelbe Team, dem gelben Team gehen wohl die Kämpfe aus. Es wurden einige Piraten von der Südküste angeworben, um in der Arena zu kämpfen. Stopp, ich stoppe. Dann würde er sich aber 2 Monate lang erholen. Nicht wirklich Kuro, das ist auch so, da. Ja, das ist das Problem, ne? Ich kann mich so viel erholen, wie ich will. Das ändert nichts an der grundlegenden Problem.
So. Achso, ich sollte im Level-Up-Buch nachsehen. Moment. Spezialfertigkeiten, Jagdfertigkeiten, Handwerk, Statistiken. Oh, ich habe noch 23.000 auf der Bank. Kann man hier nicht einsehen, leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir machen noch ein, zwei Kämpfchen und dann machen wir uns wieder mal auf den Weg nach draußen. Dass wir immer so ein bisschen Arena-Kampf erledigen und dann weitermachen. Komplett ohne soziale Interaktion mit der Community, daran stirbt er, daran sterbe ich tatsächlich. Bin ja auch sehr glücklich, das ist ja nicht so, als müsste ich mich, sonst wäre ich ja nicht hier. Sonst würde ich ja sagen, auch im Discord schreiben, hey Leute, heute kein Stream. Aber der Stream macht mich ja... Oh. War das schon alles? So. Der Stream macht mich ja auch glücklich. Deswegen will ich es ja auch machen. Das ist ja die Krux an der Sache. Das heißt, ich bin eher etwas unglücklich, wenn ich wirklich mich so fühle, dass ich sage, so, ich krieg das heute nicht gebacken. Dann fühle ich mich eher schlecht oder schlechter. Ich fühle mich immer ganz gut, wenn ich dann auch spielen kann und ein bisschen quatschen kann. Und die Piraten sind hinüber. In den allgemeinen Statistiken. Das war. Huch, ne, das wollte ich doch gar nicht. Hier wollte ich hin. Wieso habe ich zwei Infamie? Ich habe 1909 Gegenstände gestohlen. Und vier Reittiere. 14 Morde. Ich habe einen Witz erzählt. Moment. Wieso habe ich einen Witz erzählt? Ach so, warte mal. Ich hatte doch eine Krankheit, oder? Schockleder, Lichtschaden. Nee, oder ist die Krankheit schon wieder weg? Nee, hier Entzug Konstitution. Ich habe immer noch die Wasserfäule. Ich müsste mal was gegen die Wasserfäule unternehmen. Ich trinke da mal gerade, beziehungsweise ich nehme da gerade mal eine Alraune mit zu mir. Zack. Und jetzt müsste die Wasserfäule... Jetzt ist die Wasserfäule weg. So. Himmelblau, wir sind himmelblau, schalala. Blau vor, hau ab das Ohr. Was ist das so? Wegen der blauen hier. Keine Kämpfer dieses Mal, ein Wildtier soll es sein, gegen das ich in der Arena antreten soll. Das ist jetzt der letzte Kampf in der Arena erstmal. Danach gehen wir wieder raus auf Abenteuerreise. Jetzt das Schwein sein sollte. Das sieht nicht aus wie ein Schwein da hinten. Das ist ein Bär, oder? Das habe ich mir gedacht. Ein kranker Braunbär. Oh! Oh! Ungünstig. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Das tut mir jetzt leid. Das ist ungut. Eine Überraschung. Armes Bärli. Der kranke Bär ist geschlachtet. Geschlachtet! Okay, ich kann gerade auch nicht mehr. Wir kommen bei Zeiten wieder und erledigen den Rest der Aufgaben, die noch vor uns liegen. Ich glaube, das war die Rüstung, so wie wir sie anhatten, ne? Ja.
Immerhin haben wir mal wieder ein paar Ründchen gemacht.